Oh, da kommen sie. Na, wo bleibt Herr Ritter? Was war das denn für ein Tanz, den er da macht? 5 oder so? Nee. 6? Nein. Nee, aber geht auch. Na, okay, dann gucke ich wieder um die Ecke. Das geht so nicht. Und wird erledigt, Ghost. Oh, das wird heute eine sehr lange Tradition. Das ist ein sehr langes Lied. Ein sehr langes Lied. Wir sind noch beim ersten Lied.
Born in the USA. Großartig. Hallo Nils, wundere dich nicht, passiert gerade wieder nicht viel, außer ein bisschen tanzen. Und wir haben direkt den neuen Klerk ein bisschen verstört. Der ist, glaube ich, sehr verwirrt jetzt. Ja, Chris? Nee. Wir sind tatsächlich schon im DOJ. Ich habe ihn abgeholt. Ja, es war schon 18 Uhr, deswegen habe ich dich gar nicht erst angerufen. Naja. Sind schon... Ja, ich dachte mir, ich lasse ihn lieber schlafen um 18 Uhr. Hm? Wir sind schon am Tanzen, Chris. Ciao, ciao. Absolut richtig, Deckscreen. Wie du siehst, sind wir trotzdem am Arbeiten, ja? Jeder geht hier mal immer kurz weg und muss kurz telefonieren, ja? Ach, Herr Beck geht direkt gleich ganz. Und der neue Clerk ist auch schon irgendwo, ich glaube, arbeiten oder so. So, eigentlich noch. Na.
Ja, Patty ist es ein bisschen. Aber das ist eine schöne Tradition und das hält das DOJ ein bisschen zusammen. Das hält einfach ein bisschen zusammen, ja. Das ist unser Teambuilding. Und ich finde das ziemlich cool. Natürlich schlecht für alle Streamer hier. Klar, klar. Ja, da müssen wir einmal durch. Und zeigt halt auch, dass das DOJ keinen Stock im Arsch hat, ne? Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, Deckscreen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn das RP keinen Spaß mehr macht, sollte man unbedingt aufhören. Und außerdem Paddy, ne? Cringe ist für uns ja nichts Schlimmes. Harriet cringed ja sonst auch ganz gerne, ne? Das war übrigens nie der Plan mit Harriet, witzigerweise. Es war nie der Plan, mit Harriet zu cringen. Nie. Aber ich habe spätestens an Tag 3 gemerkt, es wird nicht ohne gehen. So wie ich sie da gespielt habe, wird es nicht ohne gehen. Deswegen hatte ich eigentlich auch immer gesagt, es wird nicht geheiratet. Es wird auf gar keinen Fall geheiratet. Tja, jetzt sind wir hier. So, die 3 ist gleich vorbei. Wir haben es gleich geschafft. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag heute. Dankeschön. Danke. Aber sag mal, dass der Ritter nach dem ersten gegangen ist, ist ja schon ein Kündigungsgrund, ne? Ja, CCP auch. Da bin ich eingestellt, ich kündige noch nicht, erstmal. Gut. Okay. Dass man den Jula nutzen, U-Turn macht, stresst mich mehr. Das ist aber. Oh Gott. Ich bin der Meinung, Mr. Collins könnte es auch noch bestätigen. Alles gut. Ja. Na, was habe ich die letzten Tage verpasst? Gar nichts. Absolut gar nichts, Herr Beck. Wirklich 0,0. Allein die letzten 3 Stunden, die ich mit Denver verbracht habe, ja, allein das könnte ein ganzes Buch füllen. Das glaube ich. Das glaube ich. Also, ich kann Ihnen so viel sagen, dass wir Herrn Jasmin wieder mit einer Pumpkin gesehen haben. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber also er muss wieder mit einer Pumpkin rumgespielt haben. Diesmal in den Zellen. Apropos ja, Cringe, wir haben ja 2 Arten von Cringe kennengelernt. Einmal Izzy, ja, und einmal Dom. Ja. Und der Unterschied zwischen mehr, dem Cringe mit Izzy und dem Cringe mit Dom hat mich dazu veranlasst, tatsächlich dann doch zu heiraten. Ja. Aber weil, wie nannte Prispa es damals so schön? In dem Zusammenhang auch. Mit Dominik war es einfach Quality Cringe, ja. Alles, was davor war mit Izzy, war einfach so. Captain Walkoff, da musste ich mich selber so ein bisschen. Wohl dort eine Untersuchung eines Inhaftierten. Durchgeführt, nicht eine Durchsuchung eines Inhaftierten durchgeführt hat. Ja, diese Durchsuchung. Wurde mir unten bereits. Naja, nee. Keine Prostata-Untersuchung. Ich weiß. Vor allem ist es auch wirklich nicht zum Lachen, Herr Beck. Es ist wirklich nicht zum Lachen. Ich weiß. Ja, weil Herr Kurz hat da gestern auch schon drüber gelacht und ich fand es nicht zum Lachen. Gut, also, auf jeden Fall ist das auch Thema gerade.
Ansonsten weiß ich nicht, was sonst noch Thema ist. Irgendwas Wichtiges sonst noch? Harriet? Nicht jetzt allgemein über das DOJ, ne? Sondern? Ja, deine Bedrohungslage? Achso, ja. Ich werde aktuell bedroht. Aber schon ein ganzes Stückchen. Steht ja eigentlich in ihrer Tätigkeitsbeschreibung so drin, oder? Ich weiß nicht, also das hat also wochenlang gut funktioniert und, ne? Und dann einfach gekippt. Und dann ist es gekippt, ja. Und jetzt hört es nicht mehr auf. Aber mal sehen, woran das liegt. Also Ermittlungen laufen noch. Ja. Okay. Ich hoffe, es sind gute Ermittler dran. Castle. Castle, ja. Castle? Ja. Ja, gut, den habe ich hier auch auf meiner Agenda. Also. Der Castle habe ich auch noch auf meiner To-Do-Liste. Sie haben COCP3 von Castle, ne? Ich habe Kenntnis davon, dass mehrere Sachen wohl gegen ihn vorliegen. Genau, das erste war ja, glaube ich, Castle und die Ausweisgeschichte, die Ford hatte. Ich finde es so cool, dass Roche einfach einen fucking Visitenkarte in seine E-Mails packt. Ich finde das so cool. Castle und sowas auch haben. Der Morddrohung oder das Kopfgeld, wo Ford und ich, bevor wir in Urlaub gegangen sind, ja letztendlich mit Maxwell und kurz geschnackt haben, dass sie ermitteln sollten. Und da hatte Maxwell mich jetzt eben vor 5 Minuten angerufen, dass sich da wohl irgendwas ergeben hätte. Okay. Mehr weiß ich noch nicht. Ich will Ford da auch nicht vorgreifen. Er meinte aber, weil ich fragte, und ist tot, weil ich dachte, es wurde sicherlich nichts ermittelt. Scheint aber genau das Gegenteil der Fall zu sein. Und daraufhin sagte er, der dritte Fall, Stichwort verschwundene Drogen, liegt wohl bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Er ist sich da aber unsicher, ob das bei Ihnen auf dem Tisch liegt oder welcher Richter da den Hut auf hat. Ihr macht kein COC. Ich möchte alle Sachen zu Castle haben. Dann übergeben wir die. Also dann wäre meine Empfehlung, schnacken Sie mit Maxwell, der ist im Dienst. Ist er jetzt Castle oder Castle? Auch die neuen Erkenntnisse zu Fall 2. Ist er nicht Castle? Kopfgeld. Und dann übernehmen Sie das. Aber mal Castle gesagt. Ja, also ich will eigentlich will ich da nicht ermitteln. Ich will die Vorwürfe, will ich Herrn Hawkins mitteilen. Kennt der die ganzen Vorwürfe schon? Das sind ja wohl mehrere. Muss ja, wenn die angezeigt wurden. Also zu Fall 3, wie gesagt, bin ich nicht sprachfähig, weil mir diese auch nicht bekannt war. Also verschwundene Drogen. Wann kommt Ford denn wieder? Heute eigentlich. Aber ich weiß nicht, welche Uhrzeit oder ähnliches. Gut, dann unterhalten wir uns über Kerzefall nochmal. Gut, das heißt, stellen wir zurück, bis Ford da ist, weil da will ich ganz gerne die aktuellen Infos alle einfach mal haben. Ob ich will da nicht selber anfangen zu ermitteln, sondern ich will halt wissen, was da jetzt aktuell Stand ist, und dann will ich mit Herrn Hawkins drüber sprechen. Okay, das heißt, dann würde ich vorschlagen, sobald Ford da ist, schnacken wir mit Maxwell, weil letztendlich der ja diesen neuen Ermittlungsstand hat zu Akte 2, und dann sehen wir weiter. Genau, sobald Herr Ford dann da ist, sagen Sie bitte Mrs. Fast Bescheid, und dann machen Sie einen Termin mit Ford, Ihnen und Maxwell bei mir. Gut, dann machen wir das, ja, noch besser. Dann müssen wir Nils, ich glaube, das war Nils, da kommt eigentlich ein Kappa hinter. Umso besser. Bei Nils. Ja. Wunderbar. Am Sonntag. Ist halt die Frage, ob es amerikanisch oder britisch ist. Entschuldigung, wieso nur Maxwell? Also, das ist auch kurz, oder? Maxwell, ich suche meine Ironie-Shit. Ja, mach einfach Kappa. Dann weiß jeder Bescheid. Also das war jetzt keine Wertung. Brauche ich noch so ein Sarkasmus-Schild als Emote eigentlich? Ja, okay. Scheiße. Ja, dann soll Maxwell entscheiden, ob kurz mit dazukommen soll oder nicht. Ich will den nicht übergehen. Nein. Das werde ich ihm dann. Wir haben doch gestern festgestellt, dass Kurz keine Eier in der Hose hat. Am Sonntag. Was interne Ermittlungen angeht. Zumindest. Bin ich so ein bisschen mit Miss Vane aneinander gerasselt, beziehungsweise habe sie angezählt. Was? Es ging darum, dass sie mich anrief nach dem Motto. Frau Wayne angezählt? So Sprüchen kam, wie ich sie vor meinem Urlaub auch aus PD-Richtung gehört habe. Richter haben Langeweile und so weiter. Und dann schoss sie los, und dann hatte sie da auch eine Akte. Ja, ich würde auch sagen, er ist Castle, ne? Einen geringen Strafbefehl gemacht hätte, will sie das bitte einfangen lassen. Und dann, oh Wunder, man hatte noch nicht mal mit Herrn Lewis geredet. Dann bin ich hoch zu ihr, habe ihr vorgeschlagen, reden Sie erstmal mit Lewis, und dann sehen wir weiter. Und daraufhin schoss sie ein bisschen gegen Ford. Gegen Ford?
Ja. Frau Wayne? Schießt gegen die Richter, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und er hätte ja wohl auch aktuell keinen so allzu guten Ruf. Das war alles gemünzt auf den laufenden COCP-Verfahren. Dann habe ich. Auf welches laufende COCP-Verfahren? Allgemein. Die Frau ist im Fieber, waren Leute. Also auf die Anzahl und so weiter. Genau. Entspannt euch. So war das gemünzt. Da habe ich ihr nur nochmal unser Gesetz erklärt und gesagt, sobald wir Erkenntnisse haben, müssen wir ermitteln. Die Richter haben ganz sicher keine Langeweile und suchen uns hier irgendwelche COCP-Verfahren, damit wir hier eine Art Beschäftigungstherapie haben. Beschäftigungstherapie okay. haben. Ach, großartige Stimme. Mir reicht das schon, dieses PD gegen DOJ, solche Aussagen. Ja, ich glaube, zu 100% wird man das nicht einfangen können. Nur wenn wir jetzt hier schon intern anfangen, dann brennt hier bald, glaube ich, die Luft. Ja. Ja, okay. Vor allem, wenn es von Frau Wayne kommt. Ach du Scheiße, Mann. Erste Sache. Ja. Also, da werde ich mit Miss Wayne drüber sprechen. Das geht so nicht. Es geht ja, so dann kann man nicht, vielleicht nicht. Das noch ich mal zum Anlass nehmen, wie damals hier Brightley, der aus der DOJ-App verschwunden ist. Als erzieherische Maßnahme, damit man besser arbeitet. Also das war ja damals auch nochmal Thema. Ja, genau. Das schreibe ich mir mal lieber auf. Und, es passieren ganz seltsame Dinge, die man so neben in einem Nebensatz erfährt. Ich kann das nicht an. Also ich glaube, ich kann Witze okay, ich schreibe mir auch mal lieber auf, dass wir einen Termin mit Wayne brauchen, sobald sie wieder da ist. Ein schlechter Tag oder was, aber es war definitiv kein Hahaha, ihr Richter hat Langeweile oder ähnliches. Das war ernst und ich reagiere da vielleicht auch aktuell so ein bisschen sensibel, weil es einfach auch aus Richtung des PDs aktuell immer so rüberschwappt. Okay, haben Sie da Namen? Nee, das hatten wir ja damals. Das war ja der Fall, was ich Ihnen sagte, wo ich aus der Verhandlung kam und zur Toilette bin. Wo ich Achso, ja. Genau. Gut. Das war Fall 1. Fall 2 ist, und jetzt wird es ein bisschen komplexer, im Rahmen Ihrer Abwesenheit oh nein. gab es diese Witze, hahaha, wer ist denn jetzt Chief Justice? Ja. Sprich, Ihre Vertretung. Ich habe deutlich gesagt... Das war übrigens sicher weg. Hey, Nami. Hi, Eric. Du hast gestern versucht, mich zu erreichen? Ja, ich habe nur noch geguckt, ob du noch wach bist. Ich wollte mich nochmal entschuldigen. Es war, wie gesagt, ich habe es dir da schon gesagt. Das war echt... Ich konnte mich nicht zusammenreißen und es war unfair dir gegenüber, dass ich so pampig war. Das tut mir leid. Alles gut. Wenn man einen schlechten Tag hat, hat man einen schlechten Tag. Habt ihr das nicht übergenommen? Okay. Ja, er klang dann so beim Verabschieden und so und deswegen wollte ich das nochmal klarstellen. Achso, nee, ich wollte dann bloß nicht, weil ich glaube, du wolltest da mit Dom reden, da wollte ich nicht unnötig lange im Weg stehen, deswegen. Ja, alles gut. Dann passt ja alles. Perfekt. Gut, dann freue ich mich. Dann danke lass dir. Dich heute nicht so ärgern. Ah, wird schwierig, Nami, wird schwierig, aber ich versuch's. Okay. Du auch nicht, ja? Dann, ja, ich bemühe mich. Dann sehen wir uns später. Ciao. Tschüss. Er kümmert sich doch um die Rechtsanwälte, oder? Nein. Er kümmert sich um die Rechtsanwälte? Keiner. Ford und ich. Und als drittes Rad Herr LaRoche. Herr LaRoche macht mittlerweile, LaRoche. Dass Ford und ich vor unserem Urlaub hatten, schon fast die Rechtsanwälte am meisten. Bender hat die Standesbeamten. Lange Rede, gar keinen Sinn. Das geht nicht. Unabhängig geht so davon nicht. Führt das schnell zu rechtlichen Missverständnissen. Wenn er denkt, er sei hier Chief Justice, wer hat es gedacht? Ist es denn nachher der Aspekt, dann denkt er auch, er kann hier Fristen der Verjährung verlängern, vielleicht ein Tribunal aufmachen. Warte, wer hat das wirklich gedacht? Also mein Vorschlag, dass hallo? Zeitnah- ich bin hier der Chief Justice, wenn der Chief Justice nicht da ist. Okay, ja, natürlich mir auch. Für die nächste GO-Sitzung. Ich habe jetzt den Namen verpasst. Wer hat sich so aufgespielt? Bender. Wie lange ist der Judge? Ja, ist in eine PO-Runde reingegangen und hat da angeblich, das konnte ich noch nicht verifizieren, weil ich selber erst anderthalb Stunden hier bin, aber das war wohl nicht so lustig. Im selben Zusammenhang, weil wir gerade bei Bender sind, sprechen wir ja hier mal Kolleginnen und Kollegen an und so auch auf die Personalie Bender. Es war wohl so, dass in dieser Verhandlung von LaRoche verdeiht Bender, die zu einer Berufung führte, Bender wohl auch regelmäßig mit verdeiht aneinander angeeckt ist und allgemein... Sag mal, was ist denn mit Bender los? Der war doch eigentlich voll nett. ...streng an dieses Hierarchiekonzept so sieht, so nach dem Motto Junior 2 vor Junior 1.
weil LaRoche berichtete mir, dass er wohl auch mit ihm über die Beschlüsse geredet hat und er das immer nur so abgetan hat mit machen wir nicht, ohne irgendwas zu begründen, und das ist alles nicht so ganz kollegial, und wenn er jetzt wirklich einen Höhenflug mit Zeithänden verdeiht, okay, irgendwie mal ist, zu Chief Justice, habe ich ein bisschen Angst. Okay. Das nur noch, also schätze ich Herrn Bender eigentlich gar nicht ein. Ich auch nicht. Und ich bin auch komplett verwirrt gerade. Erschreckend. Aber PO-Sitzung, ja? Wollen wir das sonst kurz verifizieren? Frau Andersen ist da, das habe ich gesehen. Wenn die könnte das ja bestätigen. Ja, könntest du ja mal anrufen, ob sie Montag in der Besprechung war und ob Herr Bender anwesend war und ob da irgendwas besprochen wurde. Bist du auch einverstanden, Denver? Ja. Ja, aber Frau Andersen. Ah ja, gut, dass ich ihre Nummer nicht eingespeichert habe. Moment. Die kann mal herkommen. Ja, ja, ich weiß. Das ist der Plan. Moment. 320, 357. Andersen? Hallo, Frau Andersen. Hier ist Harriet Fass. Können Sie einmal kurz ins Chief Justice Büro hochkommen? Ich muss mir, glaube ich, also ich muss gerade noch kurz bei Boone ins Büro. Mhm. Ich bin danach sofort bei Ihnen, ja? Wie lange dauert das ungefähr? Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber sonst kann ich auch Boone sagen, dass ich später komme. Ja, ich rufe Boone mal an. Alles gut, Frau Andersen. Alles Sie werden es gleich bei ihm hören, ja? Ja, ciao. Okay, alles klar. Bis gleich. Ich glaube, der Termin bei uns ist wichtiger als der bei Boone, oder? Was denn? Sie hat einen Termin mit Boone oder was? Sie hat jetzt einen Termin mit Boone. Das kann man ja verschieben. Das ist mir scheißegal. Eben, denke ich mir auch. So. Herr Boone, Sie haben jetzt gleich einen Termin mit Frau Andersen. Mögen Sie sie bitte erst ins Chief Justice Büro schicken? Dankeschön. Ja, kann ich machen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, easy. Wunderbar. Da das ja schnell gehen wird, weil sie im Gebäude ist, warte ich eben schnell mit den anderen Punkten. Die sind auch nicht so gravierend. Das sind nur Ergebnisse aus der Anwalts. Ich habe aber noch andere Fragen an Miss Andersen, wenn sie gleich da ist. Okay, dann machen wir schnell. Bei der Anwaltssitzung, sie hat sich übrigens mit Andersen gemeldet. Die Probleme, die Anwälte geschildert haben, ist das Verschwimmen zwischen Zeugen und Tatverdächtigen. Die Miranda-Warnung wird, oder anders, wir sagen ja grundsätzlich, Zeugen brauchen keine Akteneinsicht. Warum? Es sind Zeugen, keine Tatverdächtigen. Mittlerweile ist das aber so, dass Zeugen einfach vorgeladen werden, ohne zu sagen, warum. Mrs. Fass, kommen Sie bitte her. Sie weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, warum sie kommen soll, ob sie Zeugin ist oder Tatverdächtige. Man beginnt mit einer Miranda-Warnung, man befragt als Zeugin und schwuppdiwupp, auf einmal ist sie tatverdächtig. Mensch, sowas hatte ich schon mal, das ist aber schon ein paar Monate her, muss ich sagen. Und genauso liegt mein Verhör auch ab. Und das geht so nicht. Weil einerseits sagen wir, sie das kommt sehr bekannt nicht, vor. Weil Zeugen, weil brauchen sie nicht. Es geht so und nicht, jeder nicht, Zeuge nicht. Ist ja automatisch ein Tatverdächtiger. Okay, also. Damals ging das als COCP durch. Personen werden vorgeladen. Ohne Angabe von Gründen. Wen wollen wir denn dafür besprechen? Hawkins wahrscheinlich, oder? Ohne die Rolle deutlich Hawkins zu machen. Zeuge Tatverdächtiger. Befragung von Zeugen. Man befragt sie und auf einmal ändert sich die Richtung. Werden die Faust. Und jetzt bist du auf einmal Tatverdächtiger. Man hat aber vorher die Miranda gezündet, egal bei wem. Und darum wissen Anwälte ja nicht und können sich auch nicht vorbereiten, weil sie die Akten nicht kennen. Ja, kenne ich, ja. Wir gehen dahin als Zeuge und auf einmal sind das Tatverdächtige. Ja, kenne ich in Weile. Nicht wissen, worum es eigentlich geht, kenne ich. Mir wird sehr bekannt vor. Und das nehme ich als wirkliches Problem wahr. Die anderen Punkte können wir so mal durchschnacken, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ich kann sonst erst mit Miss Anderson sprechen. Kommen Sie ran, Frau Anderson. Kommen aber nur, Anwälte bekommen ja nur bei Schuldigten. Dankeschön, genannt. Richtig. Nabend. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Schuldigten, Akteneinsicht. Ja, und das ist ein Problem. Da müssen wir ran. Ich habe da auch ein, zwei Ansätze, aber sollten wir denn nochmal besprechen. Und das ist lange Sachen?
Hast du die anderen? Ja. Nein. Tüdelkram. Irgendwas, was Miss Anderson nicht mitbekommen darf? Nein, das sind keine Staatsgeheimnisse. Ja, okay. Ja, dann sagen Sie kurz. Burger ja, aber dann hätte sie auch zu Herrn Boone gehen können. Aufnehmen für Unternehmen? Fragezeichen. Weil dann könnte da in dieser entsprechenden Burgerakte Unternehmen XY auch die Anwälte notiert werden, damit auch da die Akteneinsicht und so weiter reibungsloser läuft. In meinen Augen spricht da nichts gegen. Bürgerakten für Unternehmen. Weiß jetzt nicht. Ist jetzt nicht, was ich davon halten soll. Naja, ich muss die Akten ja nicht anlegen, ne? Muss man eine Banane fressen. Okay, ja. Also werde ich mit Hawkins immer drüber sprechen, ja? Und? Okay, und das andere ist, Private Law dauert zu lange. Die Anwälte haben sich ausgelassen, dass ein normaler Private Law-Fall für $1,500 6 bis 8 Wochen ist schon schnell. Ja, woran liegt das? Ja, das ist die Frage. Und wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Sie warten also häufig, bis das Strafverfahren abgedudelt ist und so weiter und so weiter. Das ist also der typische Rattenschwanz. Ja gut, aber das möchte ich nicht ändern. Ne? Also das Strafverfahren, sie sollen ja als Nebenkläger auftreten können. Weil ich will nicht 2 Gerichtsverhandlungen führen wegen der gleichen Sache. Ja, das wollen wir aber in der Regel nicht, weil es für sie zu... Ich schreibe mir das nochmal auf. Ja, dann sollen die sonst eine außergerichtliche Einigung anstreben, mit Beteiligung eines Richters eventuell. Ja, aber auch das dauert. Also, weil auch da nichts zu geregelt ist, wurde mir ein Fall berichtet, da schickt man einen Vorschlag hin, wartet erstmal 2 Wochen, bis reagiert wird, dann wird diskutiert, dann gibt es... Nee, das ist alles Quatsch, die sollen hier ihre Klage einreichen, gegen wen diese Klage geht, am besten mit Kontaktmöglichkeit, und dann wird irgendein Richter, der diesen Fall bekommt, der soll sich darum kümmern, dass diese beiden Parteien an einen Tisch kommen, und damit eine Lösung gefunden. Und wenn das da keine Lösung gibt, und zwar in einem Gespräch, da muss nichts hin und her geschrieben werden, da wird man sich, setzt man sich an den Tisch, dann werden die Fronten klargestellt, dann werden Summen genannt und am Ende wird ein Kompromiss gefunden, und wenn das dann nicht geht, dann wird ein Termin anberaumt. Und dann findet halt die Verhandlung statt. Und wenn das ungefähr zeitnah ist mit einem Strafrechtsprozess, dann wird das mit dem als Nebenklage gemacht. Und ansonsten machen wir den Zivilprozess fertig. Wunderbar. Das muss schnell gehen und nicht so lange dauern. Und nicht so viel Verwaltungskram. Das heißt Quatsch. Sehe ich genauso. Nehme ich das für Montag mit auf für To-Do und stelle das so einfach vor als gegeben. Nicht zur Diskussion. Für die JO-Besprechung. Ja, können Sie machen. Bringen Sie das einfach vor, dass Sie das mit mir dann abgesprochen haben. Ich bin ja auch da, also. Wunderbar. Sonst habe ich erstmal nichts. Das andere, wie gesagt, warten wir auf Ort. Ja, alles klar. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu Ihnen, Miss Anderson. Wunderschön genannt. Ihr denkt wahrscheinlich wieder, irgendwas Böses. Das ist überhaupt nichts Böses. Einmal geht es um einen Vorfall in den Zellen, da würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen drüber sprechen, aber erst machen wir... Oh Gott, können wir da nicht drüber sprechen, bitte? Machen wieder sauer. Was anderes? Herr Beck, was war das jetzt? Waren Sie am Montag in der PO-Besprechung? Ja, wegen Herrn Bender. Ja, ich war am Montag in der PO-Besprechung. Ja. War Herr Bender anwesend? Ja, war er. In welcher Funktion? Als Richter. Okay. Hatte er da einen Redeanteil? Also hat er aktuelle Themen mitgebracht? Oder, ja, er hat einen Punkt gebracht, aber ich kann Ihnen gerade ad hoc nicht mehr sagen, was der Punkt war. Kein Thema. Gut. Ja. War der Punkt irgendwas mit Rechtsanwälten? Kannst du nicht mehr sagen. Okay, alles klar. Nein. Gut. Frau Anderson hört nämlich auch nicht zu. Also er war da und hat irgendeinen Punkt vorgebracht. Wunderbar. Dann weiß ich doch Bescheid. Ja, und das ist die Funktion des Chief Justice und nicht von Herrn Bender. Sprechen Sie mich oder am besten nochmal vor der Besprechung am Montag nochmal darauf an, weil ich will mir das jetzt nicht extra noch aufschreiben. Ja. Bender? Ja? Herr Beck. Also wegen Herrn Bender. Gut. Ja. Sollen wir da nicht mit Herrn Bender mal drüber reden? Dann, ja, also nee, Sie können hierbleiben, Herr Beck. Sie können, wenn Sie Termine haben, machen Sie irgendwas. Miss Anderson, gestern gab es ja einen Vorfall in dem Zellentrakt im PD. Aufgrund dessen bin ich auch dort gewesen und habe Gespräche geführt. Weil, ich weiß gar nicht, wer hat
dich angerufen, Harriet? Wer war das? McElroy? Oder? Angerufen hat mich Herr Hammond, aber die Aussage kam von Frau Anderson selbst. Okay, also Sie haben das Herrn Hammond gemeldet anscheinend? An McElroy. Genau, und Herr McElroy hat Herrn Hammond gesagt, Herr Hammond hat mich dann angerufen, genau. Okay, und ich habe dann Herrn Hammond angerufen und dann wurde mir das nochmal geschildert. Daraufhin gab es gestern Gespräche im PD. Mhm. Können Sie mir nochmal bitte die Situation einmal schildern? Oh nein, bitte nicht. Was ist da genau passiert? Wer war dort? Und was wurde gesagt? Das ist auch sehr wichtig, was Sie dort mitbekommen haben. Mhm. Ich war mit dem Candidate Brinkheim dort. Ursprünglich waren wir zu einem Fall von Mr. Briggs, People Briggs, der mit dieser ganzen Sache, die danach passiert ist, nichts zu tun hatte. Wir waren dort mitten in der Abhandlung. Mr. Brinkheim und ich haben uns da ein bisschen zurückgezogen, weil wir uns gerade über das Strafmaß und über die Paragraphen unterhalten hatten. In der Zwischenzeit ist dann ein... Also es sind immer und immer mehr Leute in die Zellen gekommen, tatverdächtige Polizisten. Ich habe nicht im ersten Moment so ganz mitbekommen, um was es ging. Habe das Gespräch dann fortgeführt mit Mr. Brinkheim und wollten dann zu Mr. Briggs an die Zelle, um ihm sein Strafprofil auszustellen. Mr. Briggs befand sich allerdings nicht mehr in den Zellen, sondern Mr. Briggs stand außerhalb der Zellen, wie ungefähr, lassen Sie mich nicht lügen, 10, 15 andere Personen um diesen großen Tisch mitten in den Zellen herum. Am Ende des Tisches stand Mr. Walkoff. Moment mal. Harriet, wann habe ich den nächsten Termin? Ah, nur 20 Uhr die Verhandlung. Ja, das 20 Uhr die Verhandlung? Okay. Miss Anderson, wie sehen Ihre Termine aus? Ich habe um 20 Uhr die Verhandlung. Sie haben die Verhandlung um 20 Uhr? Mhm. Okay. Warum stellt er mir immer Fragen, wenn ich gerade mal nicht da bin? Ich sitze sonst immer hier und bleibe hier sitzen. Ja? Um mir das anzugucken. Immer nur, wenn er fragt, bin ich da. Aber das dauert zu lange. Ja. Also 10 bis 15 Personen um den Tisch. Ganz genau. Wie gesagt, an einem Ende des Tisches stand dann Mr. Walkoff, der sich zwischenzeitlich seines Oberteils entledigte, hatte wohl auch Handschuhe an. Ich habe auch, bevor wir dort in diese Richtung gegangen sind, gehört, es wurde sehr lautstark in den Zellen gerufen, dass man jetzt eine Schulungsmaßnahme durchführen würde und dass man in dieser Schulungsmaßnahme aufzeigen würde, wie man eine gründliche Durchsuchung stattfinden lässt. Ist das ekelhaft? Als ich dann Mr. Briggs dort mitnehmen wollte, war Mr. Walkoff gerade dabei mit dem Satz, ich mache das Ganze ohne Vaseline, seine Hand in den Analbereich. Ist nicht euer Ernst, Alter! Mr. Luber. Der das wird ja immer schlimmer. Ausgezogen, vorgebeugt, vor ihm über den Tisch beugte. Das wird immer schlimmer. Ehrlich gesagt, mein Gott, habe ich es in dieser Sekunde noch nicht ganz verstanden. Ich wollte nur Mr. Briggs dort erstmal wegholen und wir haben ihm dann auch den Strafbefehl ausgestellt. Weiter hinten in der Ecke. Das Ganze ging dann weiter unter lautstarken. Hat der Herr Briggs das mitbekommen alles? Ja. Es waren noch mehrere Tatverdächtige in den Zellen drumherum, die das alle mitbekommen haben. Ja, Paddy, das ist das Problem, da weil es haben wir gestern irgendwie über eine Stunde im PD waren. Ja, erzählt es. Unterhalb in einer das Zelle. Ist Misshandlung, sexueller Missbrauch, wie auch immer man es nennen möchte. Den Dritten, der dort unten noch in der Zelle war, weiß ich gerade den Namen tatsächlich nicht. Ja, Next Screen, andere kriegen Probleme, weil sie halt Selbstmord ausspielen, ne? Ich finde, sexuellen Missbrauch ausspielen ist auch hart. Geht in die gleiche Richtung, Alter. Ist er dann aus den Zellen gebracht worden und wir. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Vor allem, da sind Teamler dabei, ne? Justman war dabei. Alter, dann quasi spätestens der hätte mal was sagen sollen, oder? Mr. Justman kam dann ebenfalls irgendwann dazu. Steve, ist alles gut. Also, das war deutlich wichtiger. Du weißt nicht, also, wenn ich mir das hier so anhöre, ist ja ekelhaft. Ich habe auch gehört, wie er auch zu Mr. Cheng, der dann übrigens danach geholt wurde, ekelhaft. Und sich ausziehen sollte und sich
geweigert hat. Er hat gesagt, er möchte das nicht. Er möchte nicht sich da entblößen vor allen Leuten. Man muss sich nur mal vorstellen, das wären weibliche TVs gewesen, bei denen er das gemacht hat. Wie groß dieser Aufschrei gewesen wäre. Mr. Garcia, und für eine sexuelle Misshandlung ist es komplett egal, ob es Frau oder Mann ist. Versteht ihr, was ich meine? Man muss sich nur mal kurz vorstellen, es wären Mädchen, Frauen gewesen, ja? Hallo? Angerufen hatte, weil sehr viele Leute in den Zellen saßen. Und ich mache jetzt immer Termine mit Hermann, mache ich jetzt immer irgendwie außerhalb. Wir fahren immer irgendwo rum und gehen Klamotten kaufen oder so. Mache ich immer so. Und er ist dann immer so ein bisschen auch derjenige, der dann sagen kann, okay, wer gehört dazu, dass nicht zu viele Leute in den Zellen sind. Deswegen hatte ich ihn, glaube ich, mit runtergeholt. Eine Zwischenfrage noch. Ja. Herr Justin soll mit einer Pumpgun geschossen haben. Haben Sie davon was mitbekommen? Ja, hat er. In welchem Zusammenhang? Warum? Weil Mr. Cheng sich gewehrt hat und das Ganze nicht wollte. Alter! Alter, was? Er wollte die Hose nicht runterziehen. Und dann hat Mr. Hachi, hol seine Pumpgun raus, weil jemand die Hose nicht ausziehen möchte. Mr. Cheng gezielt. Ich kann es einfach nicht mehr. Hat danach aber was ist hier los? Die Luft gezielt und den Schuss in die Luft abgegeben. Es ist nicht euer Ernst gerade, oder? Daraufhin hat Balkov ihn auch angeschrien, er soll die Waffe runternehmen, er hätte da irgendwie alles unter Kontrolle. Ja, Mr. Garcia stand dann hinten mit Mr. Brinkheim und mir. Er ist halt Teamler, ne? Er gehört zum Team. Das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Das Ganze dann mit angesehen. Wir haben uns auch unterhalten, beziehungsweise wir haben dann überlegt, okay, ist das hier rechtens? Ich muss sagen, dass ich in der Zwischenzeit, also ich war erst ein bisschen erstarrt. Ich wusste nicht ganz, ich war überfordert mit der Situation einfach. Ich habe dann nebenbei auf dem Tablet versucht, mir das Gesetzbuch aufzumachen, um mir, was Durchsuchungen und Ähnliches angeht, das nochmal ganz genau durchzulesen, weil ich der Meinung war von Anfang an, dass bei solcher Untersuchung ein Arzt hätte dabei sein müssen. Das war zumindest mein Gefühl und ich wollte es bestätigen. Teamner heißt Hi Nevis erstmal. Teamner bedeutet für mich jetzt einfach, der gehört zum Sektorteam. Gemacht. Es wurden Supporter einige und so weiter. Sätze, die ich nicht mehr zusammenkriege, aber die in diese Richtung ging, gesagt, Mr. Castle stand auch noch daneben. Also Steve, ich bin wirklich geschockt. Der dann irgendwann auch den Schlagstock ausgepackt hat. Ich bin nun nicht sicher, warum. Alter. Er stand jedenfalls dann mit dem Schlagstock neben Balkov an der Seite quasi und Mr. Cheng. Es wurde auch ein Handy ausgepackt und es wurde etwas gefilmt. Ich kann nicht mehr sagen, von was. Nein! Das war ein Officer, oh mein Gott, das wird immer schlimmer! Es könnte Walker gewesen sein. Er hatte eine weiß umrandete Brille. Nein! Oh mein Gott, das wird immer schlimmer! Ja, der hatte jedenfalls das Handy auch draußen. Ist sie so leise? Mr. Garcia sagte zu mir, er weiß nicht, was er machen soll, dass wir das irgendwie unterbinden müssen. Hast du nur einen Kopfhörer drin oder so? Eine Seite? Weil ich höre sie nur rechts. Wenn er dazwischen geht, dann würde er seinen Job verlieren. Und in dem Moment, als dann Mr. Balkov... Wetterchen, das ist der Sinn von einem Streamer. Die Stimme ist immer lauter vom Streamer. Das kann ich ja gar nicht reinreden. Hat Mr. Cheng sich gewehrt und wollte Mr. Balkov, hat sich umgedreht und wollte Mr. Balkov eine Schelle verpassen. Daraufhin ist Mr. Balkov auf Mr. Cheng... Ich glaube, sie hat sich das alles aufgeschrieben. Das war der Moment, wo ich dann dazwischen bin und gerufen habe, stopp, dass sie das jetzt bitte beenden wollen, sofort. Das wurde nicht beendet, das wurde dann weitergemacht. Das war der Moment, wo ich dann McElroy angerufen habe und einfach um Hilfe gebeten habe. Und inwiefern ich mich da jetzt verhalten kann, auch als Staatsanwältin. Mr. McElroy sagte mir, ich sollte das so schnell wie möglich unterbinden. Und auf Nachfrage sagt er mir dann auch, ich solle den Opfern, die Opfer entsprechend fragen, ob sie diesbezüglich Anzeige erstatten wollen. Ich bin danach, nachdem Mr. Cheng, der übrigens vor Schmerzen gejammert hat, in die Zellen zurückgebracht wurde. Seine Hose wurde ihm hinterhergebracht. Vor Schmerzen gejammert, hat nicht Kurz gestern gesagt, denen ging es gut, die hatten keine Schmerzen. Das ist das, was Kurz gesagt hat gestern nicht, übrigens. Ob das jetzt das letzte Mal war, aber das nochmal vorhat. Und ich sagte ihm, Mr. Balkov, nehmen Sie sich bitte für so etwas einen Arzt. Das muss nicht hier passieren, vor 15 Leuten. Und er sagte ihm, ist nicht bewusst, dass er für eine Durchsuchung einen Arzt benötigt. Ja, Corinna, so ganz ehrlich, eigentlich müsste er vom Server fliegen. Andere Leute würden dafür, glaube ich, fliegen. So nicht machen und dass sie einen Arzt hinzuziehen. Und dass das Ganze jetzt ein Ende hat. Und er sagte mir, das ist wäre eine polizeiliche Maßnahme und da könnte er entsprechend bestimmen, wie er damit umgeht.
Daraufhin hat er sich aber auch angezogen und hat den Zellentrakt verlassen. Wir sind dann, ich habe mich kurz mit Mr. Pringheim und Mr. Garcia besprochen. Mr. Garcia war sichtlich berührt von der ganzen Situation und ich bin dann mit Mr. Pringheim an die Zellen herangetreten, wo die beiden drin saßen. Habe dem ersten, also Mr. Luca. Oh Gott, die arme Inga, wie oft die das jetzt noch sagen werden muss. Ich glaube, wir nehmen sie auch mit zu Hawkins für die Aussage. Nach Aktenlage abhandeln werden. Und habe dann Mr. Luper gefragt, ob er eine Anzeige diesbezüglich aufgeben möchte. Ja, Showtime, aber wenn du gerade von einem PDler sexuell missbraucht wurdest, sagst du einem anderen PDler nicht, ja, nee, mir geht's nicht so gut. Das sagst du ja nicht. Passiv-aggressiv dazwischen ging mit dem Ton, in dem er sagte, auf welcher rechtlichen Grundlage wollen Sie das denn machen? Und ich habe dann erst gesagt, Steve, so ist es halt, ne? Ich denke, da müssen wir uns später nochmal drüber unterhalten, aber definitiv. Kurz hat auch reingeschissen gestern, ganz ehrlich. Also Harriet kann keine der beiden Captains aktuell wirklich ernst nehmen. Ja, der eine, weil er ignorant und arrogant war, und der andere, weil er keine Eier in der Hose hat und nichts gesagt hat. Mir bewusst war, dass dort unten noch jemand saß, Mr. Graham gekümmert habe und habe den dort in der Zwischenzeit abgehandelt. Mr. Pringheim hat dann, glaube ich, das weitere Gespräch mit Mr. Cheng geführt und sagte mir im Nachgang auch, dass da noch einige Diskussionen mit Captain Kurz aufkamen. Von Mr. Walker wurde mir dann gesagt, dass das, was Mr. Justman anging, dass die sich darum kümmern, dass das in die Interna geht. Und ja, das war so der Ablauf des Abends. Du heilige Scheiße, das wurde ja immer schlimmer mit jedem Satz, den sie gesagt hat. Also, Justman mit dem Schuss, Walkoff sowieso. Oh Gott. Alle PDler, die da standen und es nicht gesagt haben, sondern es einfach akzeptiert haben, da muss ein Staatsanwalt zufällig dabei gewesen sein, damit das ein COCP wird. So, holy shit, what the fuck? What the fuck, einfach nur. Maxwell direkt dazu holen, um gleich weiterzumachen im COCP Castle, weil wieder der Name gefallen ist. Ich kann Fort Bridge. Ja, nee. Castle ist so ein. Der hat einen Schlagstock rausgeholt, der hat ja nicht zugeschlagen. Castle ist eher ein Zeuge. Ich weiß nicht genau, was der jetzt da. Also, Harriet, der ist eine Randfigur, glaube ich. Das ist dem, was mir was Anderson erzählt. Das ist auch wieder Justman. Das sind immer die beiden Namen. Ja, Justman. Justman ist für mich hier einer. Und Walkoff. Also, wenn es keinen Senat gibt für Walkoff, ne? Das ist was ich jetzt gehört habe. Ich habe gestern noch gesagt, es wird zu Herrn immer Walkoff, schlimmer. Ich habe gestern zu Herrn Walkoff gesagt, das, was ich jetzt bisher weiß. Ich werde persönlich werde kein COCP. Sophie, ja, eigentlich schon. Wieso nicht? Ich bin heute aufgestanden mit dem Gedanken, nach dem, was mir bis dahin bekannt war, dass ich heute ein Gespräch führe mit Herrn Hawkins und mit Herrn Walkoff und dass ich im Anschluss verlange, dass Herr Walkoff sich vor das PD stellt, also vor bei einer Besprechung und sich dann für sein Verhalten entschuldigt und sagt, dass sowas nicht seiner Position entsprechend ist und dass sowas nie mehr vorkommen wird und dass auch sowas nie mehr von irgendeinem Officer durchgeführt wird. Jetzt hast du es gesagt, Steve. Und danach hätte ich die dienstrechtlichen Konsequenzen an den Hawkins abgetreten. Alle PDler, die da waren und das nicht gemeldet haben, sind mit Schuld. Es muss eine Staatsanwältin zufällig da sein, damit das überhaupt an uns herangetragen wird, ja? Also, das wäre sonst nie zu uns gekommen. Nie. Nichts zu überbieten. Das wäre nie zu uns gekommen, wenn ich zufällig einen Staatsanwalt da wäre. Und wenn man den Hintergrund kennt, und den kennen Sie jetzt noch nicht, der Hintergrund ist, dass Herr Walkoff kurz zuvor von diesen Personen genötigt wurde unter Umständen und der Freiheit beraubt wurde und ihm wurden die Haare abrasiert. Und er ist derjenige, der quasi in deren Gewalt war, danach die Abhandlung in den Zellen vornimmt das und dann noch das Prozedere durchführt. Ciao, ciao, Steve. Übrigens, das Lieblingswort von Herrn Walkoff gestern war einfach nur unglücklich. Nee, das Lieblingswort war, er hat eine Durchsuchung durchgeführt. Richtig. Wenn der heute nicht einsichtig ist, dann mache ich einen Senat. Schieß ich ihn. Auf, ja. Und dann mache ich bei dem Senat. Also und ich hoffe, dass Hawkins da eine entsprechende Strafe vorschlägt.
mit der ich leben kann. Darf ich? Ja. Es gibt keine Anzeige von den Personen, das ist halt das Ding, ne? Es gibt keine Anzeige von denen. Bedarf es doch nicht. Nein, aber für die Körperverletzung. Ja, absolut. Aber das ist ja, erstmal ihre Privatsache. Wenn sie es und er hat sich bei denen entschuldigt. Sollte man denen das vielleicht mal sagen, dass sie das auch anzeigen können? Ein Schuldeingeständnis ist das ja auch schon mal. Ne? Also, absolut richtig. So, jetzt, sie dürfen. Was wollen sie sagen? Als wir die Justman, die andere Geschichte hatten, Schrotflinte gegen RTW, wirkte Herr Hawkins nicht so neutral, wie ich es mir erwartet hätte. Nee, Hawkins ist auch nicht neutral, das ist absolut richtig. Behördenleiter. Er ist hat absolut er richtig. Als, so hat es, als Ford und ich hier wieder zum DOJ gefahren sind, auch war. Da war ja bei der Sache mit Sato auch mega Anwalt. Mega genervt und sprich, anti. Immer unsere Argumente flankiert und so weiter und so weiter. Ich bin gespannt, ob sie heute Ähnliches beobachten. Ich habe da wenn der überhaupt wieder da ist, ne? Eine neutrale. Wenn der überhaupt wieder da ist. Nee, also ich bin ehrlich, ich habe keine neutrale Erwartungshaltung. Nur gehe ich schon mit dem Wissen da rein, dass die nicht neutral sind. Das heißt, ich weiß das entsprechend einzuordnen. Okay. Das ist genauso bei Herrn Kurz. Das war gestern eine absolute Shitshow von Herrn Kurz, ganz ehrlich. Das ist bei Herrn Kurz so, das ist bei Herrn Maxwell genauso. Ich kenne Herrn Maxwell eigentlich gar nicht. Das Ding ist aber, ich weiß, dass die, selbst wenn die neutral ermitteln sollen, dass sie niemals neutral ermitteln können. Ja, weil sie immer noch in dem Gefüge des PDs hängen. Genau, die werden niemals neutral ermitteln können. Das ist mir durchaus bewusst. Aber sie machen das halt nicht nur für den Officer. Und wenn man das in seine Bewertung des Falles mit einfließen lässt, dann finde ich, kann man ein gerechtes Urteil finden. Ja, ist aber schön gesagt, Denver, dass sie es halt auch fürs PD machen und nicht nur fürs... Mit hatte ich noch nicht so oft das Vergnügen, darum nehme ich den mal raus. Bei Herrn Maxwell ist das für mich auch nochmal was anderes. Aber bei Herrn Hawkins als Behördenleiter, da erwarte ich mir ein bisschen neutraleres, wenn so etwas publik wird und wie gesagt ein Ergebnis einer Ermittlungsarbeit bekannt gegeben wird. Da erwarte ich mir nicht die Verteidigungsposition, sondern ich nehme es auf und wir können gerne dann über die Strafe diskutieren, aber ich flankiere nicht noch die Ermittlungsarbeit. Ja, aber ich sehe nicht so, Herr Beck, weil Sie fassen das als Verteidigung auf, aber er kann ja auch einfach einer anderen Meinung sein. Er muss ja nicht Ihre Meinung haben. Und wenn er nicht Ihrer Meinung ist, sondern eine andere Meinung hat, dann ist das hier nicht verteidigen. Ja. Verstehe. Gut. Also ich werde die Justman-Sache werde ich ansprechen, aber ich werde da auch nicht selber ermitteln. Ich werde mir das erstmal anhören, was Herr Hawkins dazu sagt. Und mal sehen, was da für dienstrechtliche Konsequenzen von Herrn Hawkins vorgeschlagen werden. Ich hoffe, dass er heute da ist. Ich hoffe auch. Und es tut mir total leid für Frau Andersen, weil ich, ganz ehrlich, die arme Frau ist komplett verstört, ja? Aber ich fürchte, die müssen wir zu Hawkins mitnehmen, dass sie das dann nochmal sagt. Ich bin ganz ehrlich, der glaubt uns das niemals. Vor allem, weil er ja von seinen Officern wahrscheinlich schon eingeredet wird und das alles in einem anderen Licht dargestellt wird. Ja. Das heißt, wir müssen leider Frau Andersen bitten, das nochmal alles zu sagen. Ja gut, das ist auch ihr Job. Das ist ihr Job nochmal. Ja, es ist trotzdem sehr verstörend. Ja, es ist super verstörend. Übrigens, ich finde es auch extrem verstörend, dass da extrem viele PDler offensichtlich um Herrn Weikauf rumstanden und keiner von denen mal auf die Idee kam, das irgendwie an uns ranzutragen, sondern dafür zufällig ein Staatsanwalt in den Zellen sein musste. Damit wir überhaupt davon erfahren. Ich wette, wir hätten es sonst nie gehört. Die Begründung hast du doch auch gehört, auch bei einem Herr Garcia, der hier gearbeitet hat. Mhm. Ich kann nichts sagen, sonst verliere ich meinen Job. Ja. Und gerade im PD, was streng hierarchisch ist, ja, was passiert denn, wenn ich was sage? Dann ist Karriere vorbei. Warum macht die innere im PD wenig Sinn? Würden sie richtig ermitteln, würden sie nichts mehr werden, weil sie von allen Kollegen geschnitten werden. Karriere ja, aber trotzdem vorbei. Haben die sich damit auch alle strafbar gemacht. Ja, natürlich. Also von daher, das ganze System auch mit der Inneren ist fragwürdig.
weil einfach die Abhängigkeit da ist und du keine absolute Neutralität hast. Wäre die Innere bei uns angegliedert und würde darauf fokussiert sein, dann wäre das vielleicht was anderes, weil du denn nicht abhängig von dem bist. Aber dadurch, dass du beißt noch nicht die Hand, die dich füttert. Auch wenn es so sein sollte. Wird hier immer schlimmer. Man denkt immer, ich verstehe auch die Kritik, ich sehe auch die Kritikpunkte. Aber ich will das so erstmal. Ich will das. Ja, die Kritikpunkte, dass die nicht neutral an die Ermittlungen rangehen und dass sie auch pro Officer sind. Also auch ein Herr Kurz und ein Herr Maxwell. Ich verstehe das. Das sind Kritikpunkte, die zählen auch. Die treffen in meine Entscheidung auch mit rein. Ich möchte es aber trotzdem noch, dass die das machen. Die letzte Zeit war es aber auch besser. Also es war am Anfang so, aber die letzte Zeit mit Maxwell, der Austausch war deutlich besser. Und er hat auch gesagt, Herr Jasmine und die Schrotflinte gegen RTW, das geht nicht. Also das ist besser geworden. Ja. Wird, ja, immer schlimmer hier. Na gut, warten wir mal ab. Ich hoffe, dass Ford heute im Dienst kommt. Sollte Ford nicht kommen, trotzdem mit Maxwell reden oder auf Ford warten? Nee, auf Ford warten. Machen wir. Dass die ganzen COCP-Sachen oder die Ermittlungen gegen Castle laufen jetzt schon so oder so länger. Kommt jetzt auf den Tag nicht an. Und ja, immer was Neues zu. Also gut. Ja gut, da muss man irgendwann noch einen Cut machen. Ne? Man kann jetzt nicht lauter Sachen sammeln. Weil jedes für sich ist ein COCP und man müsste jedes für sich betrachten, rein theoretisch. Nur sammeln sich gerade die ganzen Sachen und so und dann will man natürlich auch nicht 5 COCPs hintereinander jetzt hier abhandeln, sondern wenn dann alles in einem, ne? So, je länger man wartet, irgendwann hat man 20 COCP vergehen und dann ist das nachher eine Kündigung. So, und, ja, aber es sind ja aktuell eh nur nach Stand heute 2. Also das eine ist die Kopfgeldgeschichte oder ich komme da nicht drüber weg. Ankündigung des Mordes. Und also das, was uns gestern erzählt wurde, war ja schon echt, echt schlimm und unangenehm. Ja. Aber das, was Frau Andersen jetzt gerade noch erzählt hat, Alter, das wurde mit jedem Satz schlimmer, den sie gesagt hat. Noch nicht mal ich was. Also es ist, für den braucht man ja hier bald einen eigenen Sekretär, der sich nur damit beschäftigt. Also es ist, kommt man ja nicht mal hinterher. Ich tippe also. Also brauchen wir der kann ja schlecht jetzt, kann's ja jetzt schlecht Amok laufen, wenn die deswegen so viel, das geht ja nicht. Gut. In Ordnung. Vor allem hat der Herr Walkoff gestern noch gemeint, so ja, das sollten gar nicht so viele Leute werden, aber jetzt haben wir von der Frau Andersen gehört, das war genauso, wie Herr Gassier gesagt hat. Nebenan. Er hat die Leute an den Tisch rangebeten und hat gesagt, das wird jetzt eine Schulungsmaßnahme, guckt gerne zu, ja, so macht man das. Und dann auch noch ohne Vaseline, Alter. Wie kann man diesen Spruch bringen? Ich mach das jetzt ohne Vaseline. Wie kann man diesen Spruch einfach bringen? Ohne zu fragen, absolut leidenschaftslos. Aber ich glaube, ein PD schließen, Kappa. Ja, okay. Komm, wir brauchen kein PD. Scheiß drauf. So die Stadt läuft sowieso am Ort. Brauchen wir auch kein PD. Passt halt schon. Schön wegen der das funktioniert so nicht, Ghost. Das funktioniert so nicht. Wenn er dann Gespräch hat, auf. Corinna, beruhige dich. Ist ja gut. Wieso? Natürlich wollte er seinen Arsch retten. Würden wir doch auch versuchen. Nö, ich nehme ja eh das Büro, was ich will. Sophie, ich weiß. Darum, weil ich hätte Ihnen das Büro angeboten von Herbert. Ich weiß, dass es Tickets dazu gibt. Ich weiß, OOC, es gibt Tickets dazu. Das wird schon aktuell auch OOC geklärt. Keine Sorge. Nein, muss ich aber wir müssen es halt jetzt IC irgendwie ausspielen. Ne? Aber es gibt OOC-Tickets dazu, keine Sorge. Gut, also Sie haben das Büro von Abbott. Und die anderen beiden Büros hat wer? Bänder hinten. Ich meine, stellt euch mal vor, das wären Frauen gewesen, Alter. Da würde niemand auf die Idee kommen, das auszuspielen, oder? Auch ein Herr Walkoff würde das niemals ausspielen, wenn das Frauen wären, oder? Und bei sexuellem Missbrauch ist es egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Es ist sexueller Missbrauch. Ja gut, da könnte er dann rüberwechseln, wenn er will, ne? Ja, das habe ich Ihnen auch schon mehrfach angeboten, aber bisher wollte er nicht. Ja, alles klar. Und in Ihrem Vorzimmer ist dann Mary, ne? Genau. Ja, okay. Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann einen schönen Abend noch. Ja, den will ich wohl haben, ne? Den werden wir alle haben. Kann sein, dass ich vielleicht heute nicht so lange im Dienst bin, aufgrund meiner sehr erotischen Stimme. Sind Sie bei der Verhandlung? Ich weiß es noch nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Können Sie sich irgendwie... Also es gibt ja genau, Corinna, es wäre niemals zu uns gekommen. Können Sie sich einfach irgendwie die erste halbe Stunde da einsetzen? Oder sind Sie da schon? Selbst Ellen hätte nichts gesagt.
der dann sogar gegangen ist. Ich möchte ein Feedback zu Verleiht haben. Ich will den, der will den befördern. Mhm. Der macht ja auch Sophie, Verhandlung, ganz ehrlich, ne? wenn hier mit irgendwas passiert. Ja. Ja, aber Verleiht wie, ist keine Ahnung, es wird Brot bei dir jetzt eine Vergewaltigung ausgespielt oder sowas. Ganz ehrlich, ich würde auslocken. Ja, klar, ich weiß, da würde ich MP Flucht begehen. Gesagt war es so, weil ganz vor zwei Tagen die Verhandlungen haben die beiden nämlich getauscht. Da sollte Verleiht LaRoche, sollte Verleiht halt. Da würde ich MP Flucht begehen, machen. Bin ich ganz ehrlich. Und das hat LaRoche. Dann kriege ich wahrscheinlich noch ein Ticket, weil ich MP Flucht begangen habe. Okay. Und deshalb ist das heute umgekehrt eigentlich. Und dann können Sie mir einfach ein Feedback, also. Beförderung, ja, nein. Ja, einfach Corinna, das ist auch total gut, dass sie da direkt raus ist, hat sie auch gesagt, aber sie hat ja gecheckt, was da passiert ist, dann hätte sie was sagen müssen. Verstehst du, Corinna? Also auch Elena hat sich damit strafbar gemacht, weil sie nichts gesagt hat.